Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Es war ein bisschen gruselig hier. Mein Chocobo, wie man sieht, ist sichtlich verwirrt. Man sieht es an dem Fragezeichen. Ja, ich tue euch hier gerade in so einem relativ zufälligen Ort hier gerade begrüßen. Einfach nur, weil ich hier so offscreen so ein paar meine Runden gegangen bin, ne? Ich habe eigentlich nur das hier überwacht, ne? Ich bin durch die Gegend gerannt, habe Materialien eingesammelt, ne? Weil für Synthese halt, ne? Ich wollte halt irgendwie, weiß nicht, ein paar Synthese-Klamotten hier so einsammeln. Ich brauche die ganze Zeit Gnade des Planeten, ne? Und die sind ja irgendwie hier zu finden. Deswegen bin ich ein bisschen mit meinem Schoko durch die Gegend geritten. Natürlich nur in den Orten, wo wir schon waren. Also nur hier so und dann hier so gerade, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, ich tue mal so ein paar Sachen offscreen einsammeln, damit wir Sachen zum Herstellen haben und so. Und dann sind mir einige Sachen hier so aufgefallen. Einige Sachen habe ich hier gefunden. Zum Beispiel hier ist ein Fragezeichen. Das heißt, hier ist ein Schatz in der Nähe. Lass mich den mal kurz einstecken. Und der ist genau hier anscheinend. Alles klar. Dann nimm mal. So, ich habe übrigens einige von solchen Schätzen auch offscreen schon mal eingesammelt, aber da waren jetzt nichts Interessantes dabei. Und ja, ich habe gesehen, hier unten ist auch eine Materia. Und die schnappen wir uns mal. Das ist eine blaue Amplifikation. Amplifikation, 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 Amplifikation. Nein. Materialismus. Was macht das nochmal? Ist so ein Game Changer, ne? Dass wir nicht Amplifikation am Anfang haben. Das kommt mir bekannt vor. Das hat man, glaube ich, hier im Prolog, ne? Als wir mit Sephiroth und so gespielt haben, ne? Welche Stufe verbundene Materium 1? Ah. Das ist natürlich nicht schlecht, nur halt. Das gibt keine Erfahrungspunkte, das kann man nicht hochleveln. Ja, rückblickend betrachtet ist es ja eigentlich nicht so schwierig hier Materia hochzuleveln, weil wir haben 5 Charaktere, ne, und die Charaktere müssen nicht im Kampf drin sein, um Materia hochzuleveln. Das heißt, wir kriegen eigentlich schon genug Materia-Erfahrungspunkte. So ist das jetzt nicht, ne? So, ich wollte noch mal hier hingehen, weil da habe ich auch noch so einen Schatz. Also nicht einen Schatz, aber da habe ich noch was zum Ausgraben gefunden. Ich habe das offscreen auch schon mal. Ist hier noch irgendwas? Lass mal hier gucken. Ich gehe mal in alle. Hey, guck mal hier. Hier ist sogar tatsächlich was. Hat man gar nicht gesehen von oben. Haben wir gedacht, vielleicht ist in dem Krater auch irgendwie was, ne? Und ja, ich habe ein paar Sachen so offscreen ausgebuddelt, aber da waren jetzt nicht so interessante Sachen drin. Da waren jetzt hier, weiß nicht, so Smaragde und Rubine und all sowas. Also so Materialien halt, ne? So unwichtige Sachen, ne? Wenn was Wichtiges gewesen wäre, dann hätte ich euch irgendwie, weil nicht, da reingepackt, aber war nicht der Fall. Ich habe übrigens noch was hier gefunden. Ich nehme an, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht immer überall zufällig oder so, ne? Sondern das sind irgendwie so feste Schätze mit festen Orten und so, ne? Irgendwo hatte ich hier auch wieder nämlich einen gefunden. Den habe ich auch ausgebuddelt. Hier war der, genau. Und da habe ich gesehen, oh, da ist interessant. Da tue ich noch mal. Ich habe, bevor ich den ausgegraben habe, das Spiel gespeichert. Und dann noch mal geladen, weil ich euch mal zeigen wollte, was ich hier ausgegraben habe, ne? Und ich hatte die Aufnahme gerade nicht irgendwie am Laufen, deswegen, ne? Aber hier habe ich was bekommen und ich nehme an, das ist das gleiche wieder, ne? Ja, Play als Action Modell Auslöscher. Das sind wieder so ein Ding haben wir schon mal gehabt, ne? Wo sind die Sachen? Ist übrigens sehr gut gemacht hier mit den Dingen. Play Arts, das sind, wo sind denn die verzeichnet? Hier, Play Arts Auslöscher. Sammlerstück. Ich weiß nicht, wofür diese Dinger jetzt sind, aber anscheinend kann man sich hier irgendwie so Figuren und so sammeln. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich kann mich jetzt auch nicht am Original irgendwie so erinnern, dass es da irgendwie so was gab. Da gab es auch so Figuren, die man sammeln konnte, aber ich habe nie herausgefunden, was man mit denen machen konnte. Also da konnte man auch ein paar so Shinra-Soldaten konnte man so sammeln, so Actionfiguren, aber ich habe nie herausgefunden und ich habe auch nie irgendwie die Quest gemacht, was das war. Deswegen habe ich nie wirklich herausgefunden, was es damit auf sich hatte. Und ja, keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir hier uns in Unterjonon, nee, da haben wir schon angefangen, die Quest zu machen, ne? Und so ein bisschen erkunden. Ich wollte ja in der Story ein bisschen weitermachen, in der Hoffnung, dass sich Yuffie uns irgendwann anschließt, damit wir mit ihr hier
die ganze Gegend erkunden können, aber die ist jetzt schon wieder weggelaufen. Und ja, wie es aussieht, müssen wir erstmal nach Ober-Junon, also hier den Ort hier. Und ja, wir müssen ja hier zu Priscilla hingehen. Mit der Hilfe des Delfins sollen wir dann da hochspringen, wie im Original. Aber das sieht so ein bisschen aus, als könnten wir dann für eine Weile nicht zurückgehen. Ich meine, das haben die wortwörtlich gesagt. Ne? Also man kann danach nicht mehr zurückgehen für eine Weile. Und ja, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich erstmal hier alles erkunden. Ne? Das heißt, wir müssen Yuffie noch ein bisschen hier stehen lassen, leider. Ne? Ich wusste ja natürlich, dass Yuffie sich ungefähr hier irgendwie anschließen müsste, weil das ist der früheste Moment, wo man sie im Original freischalten konnte. Ne? Also Yuffie ist ja in so einer Zufallsbegegnung in dem Wald. Ne? Im Original. Ich glaube, wir sind noch nie hier hochgegangen. Ne? Lass mal da hochgehen. Da war irgendwas am Liegen, glaube ich. Ja. So, da. Keine Segen des Planeten. Gnade ist Planeten. Oh, hier ist eine Eule. Sind das hier auch Eulen? Ich weiß es nicht. Und ist da Esper-Schrein? Esper-Kunde. Perfekt. Gut. Klettern wir mal hier hoch, ne? Und ja, ich habe halt gedacht, wir kriegen Yuffie irgendwie noch hier, bevor wir irgendwie weiterspielen oder so. Wir kriegen sie vielleicht noch vor Junon oder so. Da ich das gesehen habe, nein, wir haben sie immer noch nicht bekommen, dann tun wir noch ein bisschen in Junon spielen, aber haben wir gemacht und alle sind gerade aufgetaucht. Und ja, sie hat sich uns immer noch nicht angeschlossen. Man kann sogar angreifen. Aber da es anscheinend nicht der Fall sein wird und wir noch ein bisschen weiter spielen müssen, habe ich mir gedacht, okay, machst du halt eine Story weiter, machst du halt Erkundungen weiter. Und dann, ja, müssen wir sie halt im nächsten, bis zum nächsten Gebiet werden wir sie ja wohl in der Truppe haben, ne? Wir werden schon noch Zeit haben, mit ihr hier durch die Gegend zu rennen und hier so in der Truppe ja so einbeziehen zu können und so. Da ist noch ein Ding zum kaputt hauen. Habe ich nicht schon mal kaputt gehauen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht aufgepasst, was Chatley gesagt hat, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Warte mal, wenn da links die Esper ist, was ist denn dann hier oben? So, lass mal hier. Oh, kann man gar nicht. Warte, ich kann mitten in der Wand nicht ein Menü aufrufen. Was ist das denn? Unrealistisch. So, ist da unten was? Weiß ich nicht. So. Oh. Ist auch noch was Neues. Also, nichts Neues, aber. Gut, dann informieren wir uns erstmal. Ja, guck mal, wie viel Zeugs hier ist, ey. Nebelsaat, 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 Kondorzeder. Boah. Dann tun wir erstmal das hier analysieren, ne? Wir wissen jetzt, wie es abläuft, ne? Wir müssen Esper suchen, wir müssen Lebensquellen suchen und so, ne? Bonk. Bonk und Bonk. Boah, das war schnell. Wir wissen ja mittlerweile, was es hier alles gibt, ne? Das ist genau wie gleiche wie im Grasland, ne? Also wir gehen ja durch die Gegend, besuchen Leute. Die Republik Junon. Hä? Ja. Konnte ich mir das nicht hier. Ursprünglich wohnen die Menschen in Junon auf ihren Schiffen und leben im Verlauf der Rohstoffe. Ja, das haben wir ja letztens irgendwie herausgefunden, ne? Dann haben sie irgendwann hier die Stadt gebaut, ne? Eine Stadt auf dem Meer, welche durch ihre Flotte von großen Schiffen ein weltweites Transportnetz realisiert. Dann ist da unten irgendwo ein Makro-Reaktor, ne? Ja, ja, steht wortwörtlich genau die Sachen. Okay, ich habe diese Dings hier erkundet, aber die wird nicht auf, doch jetzt wurde sie auf der Karte verzeichnet. Muss schon sagen, warum wird das nicht hier verzeichnet auf der Karte? Ich meine, ich habe das nicht auf ein Ding ja freigeschaltet, ne? Weil ich den Turm noch nicht habe, aber nachdem ich die jetzt ausgegraut auf der Karte. Wow. Ja, das ist merkwürdig. Kann ich gar nicht. Ich wollte schon sagen, ich kann nicht das Menü aufrufen. So, wie gesagt, ich habe offscreen so ein paar Sachen hier gefarmt, ne? Also ich bin jetzt eigentlich nur durch die Gegend gerannt und habe hier Zeugs eingesammelt. Ich würde sagen, das erste, was wir uns hier holen, ich habe sogar mal irgendwas ausgegraben. Da waren 10 Gnade des Planeten drin, was richtig gut war, ne? Ich würde sagen, wir holen uns hier einen Korallentalisman. Oh mein Gott, der hat voll wenig Verteidigung, aber dafür voll viel Materia, ne?
Wir müssen ja so viele neue Sachen wie möglich hier herstellen, ne? So, und das war es dann schon wieder, ne? Muss ich mir Gnade des Planeten finden, ne? Mix Supertrank, Super Spray, Ether. So, dann nehmen die Sachen, ne? 6, 9, 6, 8, 65, ne, 3, 3, 3. Was steht da? Ich war beim zweiten Mal 3, 2, 2. Okay. Weil ich wollte schon sagen, ne? Beim nächsten Mal wird das dann immer hier reduziert, ne? So, ich hatte ein Level Up, habe ich gerade gesehen. So. So, boah, Talisman der Hexe. Eine Klasse 7. Ich hab alle Klassen. Aber irgendwann wird das ja richtig krass sein mit den Materia, ne? So, ich habe einen neuen Reif hergestellt. Der ist hier für sie, würde ich dann sagen. Wir geben einfach ihr hier die ganzen. Sie wird sowieso die meiste Zeit hier in der Truppe sein. Hm. Ich will ja nicht nur sie hier die ganze Zeit. Red 13. Warum ist das Ding so am Leuchten? Ach so, weil die am verbunden sind, ne? Gehen wir bei ihnen. Ich will ihn auch mal so ein bisschen magiermäßig hier vorantreiben, ne? Aber er hat mehr Stärke als Magie. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, was ich ihn hier ausgerüstet habe oder so, ne? Also Tifa hat natürlich mehr. Eris ist aber auch die einzige, die ja in Magie stärker ist, ne? Gibt es irgendeinen Charakter irgendwann, der ein bisschen mehr auf Magie ausgelegt ist? Ich weiß das gar nicht. Das Problem ist, ihre Verteidigung geht dann voll runter und ich finde, sie ist schon so ein bisschen schwach auf der Brust. Er hingegen hat relativ viel. Wie weit geht denn das runter? 3 Punkte, ja komm. Los, Korallen. So, dann verlierst du auch nicht deine Verbundenheit hier. Automagie, Glut und Frost. Setzt das mal hier. Hier ein, damit das hochgelabelt wird. Glut und Frost, so, das ist natürlich auch gut, ne? Dann geben wir dir mal ein bisschen Magie, ne? Ich habe das Gefühl, viele Leute haben noch nicht. Ich brauche mal jemanden, der noch heilen kann, ne? Ich muss mal eine Heilmaterie finden. Warte mal, du hast Feuer und so, dann kriegst du jetzt noch Blitz, ne? Dann hat er jetzt eigentlich alle Elemente hier drin, ne? So, Wind, brauche noch Wind auch noch. Damit er alle Sachen hier hat. Hm. Weiß ich nicht. Ich will noch gerne was anderes geben. Irgendein Befehl oder so. MP Boost. Nimm mal MP Boost. Du hast schon MP Boost. Nee. So, irgendjemand muss noch Wind hier haben. Ich habe so ein Gefühl, Aeris ist die einzige, die Wind hat. Da müssen wir mal ändern. Irgendjemand anders muss auch noch Wind hier haben. Ich glaube, Gewitter und Glut haben wir hier. Ja, wir haben Gewitter 4-mal. Dann nimm mal, weiß ich nicht. Nimm du mal Luft, ne? Blast ich nicht so auf. Ne? Das macht so Spaß, die ganzen Materials hier so anzuordnen und so, ne? So. Mein Gott, Feindeskorn gibt ganz schön viele Sachen hier. Stärke plus 5% Magie. Ich meine, Cloud ist der einzige, der das hier benutzen kann, finde ich. Ja. Weil er braucht. Sein möchten genau Aeris mit dir muss ich ja noch Dings hier den Magiekreis nenne ich den Magiekreis den Schutzkreis aber noch immer etwa einsetzen ich glaube hier bin ich schon zu tief ne nee. So dann gehen wir mal zu dem Esper Schrein die Esper dieser Region soll ja Phönix sein Phönix war glaube ich keine Esper in Final Fantasy 7, sondern ein Objekt, das man einsetzen konnte. Oder nee, da war Final Fantasy 8, glaube ich. Ich glaube Phönix war auch eine Materie in Final Fantasy 7 im Original, aber ich weiß da gar nicht mehr. Kristall analysieren. Komm mal her, du. Sag mal, wie sieht er hier aus? Esper Kristall Matrix. So, jetzt kriege ich auch noch andere Dinger. Hier haben andere Knöpfe. 4-4-3-3. Gott. 4-4-3-3. 4-4-3-3. Nein! Was? Oh, da war ein bisschen weit.
Quirk, Quirk, Dreck, Dreck. Oh, diesmal haben wir das. Okay. Ja klar, das hat nicht so einfach bleibt wie beim letzten Mal, ne? Du hast den Phönixkristall analysiert. Jetzt möchte ich nur eine Phönix Materia, ne? Yeah. Whoop. Der Chat will wieder mit mir reden. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Okay, du musst mir halt nicht jedes Mal sagen. So, ich habe das schon. Ich weiß so mittlerweile, wie halt hier abläuft. Du musst mir nicht jetzt jedes Mal wieder erklären. Also übrigens, Esper sind magische Wesen, die du rufen kannst. Ich so, ja. Ja, das wird er jetzt immer wieder sagen, ne? Pass auf. So, ich glaube, hier ist irgendwie der Quest, ne? Da ist eine Quest. Ich soll irgendwie jemanden, war von der Chocobo Farm hier irgendwie so eine Quest, ne? So, so ein Typen hier irgendwie anquasseln, ne? Da kann ich auch. Nö. Ich nehme an, wir sind hier auf dem Weg. Können wir ja nebenbei noch so einsammeln, die Quest, ne? Können wir hier hoch. Man kann sogar hoch. Wow. Hütte des Wagenbauers. Ich nehme an, hier soll der offizielle Weg gewesen sein. Ne, wir mussten den Schokobo haben, ne? Ist hier eine Wand zum Hochklettern? Ja, okay, hier. Sind wir halt hier jetzt, okay. Oh, ich sehe da mal Kisten. Ach, entschuldige mich mal kurz. Bonk. Bonk. So. Hey, in dieser Kiste ist eine Handgranate. Vielleicht hätte ich hier nicht mit dem Schwert aufschlitzen sollen. So, hier kommt man hin. Aber hier ist nichts. Cool. So. Mann in der Hütte, erzähl mir deine Geheimnisse. Gnade des Planeten ausgezeichnet. Ach, das ist dieser eine Typ hier aus dem Original. Ja, da gab es irgendwie so einen Fluss, den man überqueren konnte. Und dann ist dann immer so ein Typ, der da am Schlafen war, der einen irgendwie, weiß nicht, irgendwie gesagt hat, oder du bist so und so viele Schritte gegangen und du hast so und so viel mal Materie eingesetzt oder hochgelevelt oder so. Der hat immer so Fakten über das Spiel irgendwie so erzählt. Das soll ja bestimmt sein, ne? Den Karren von Gabe reparieren. Ah, auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ich nehme an, das soll dieser Typ sein, ne? Für sowas bin. Meinst du, mit einer Ohrfeige kriegen wir ihn wach? Sanft aufwecken? Mit Magie aufwecken? Nicht aufwecken? Mit Magie aufwecken? Was soll das denn werden? Na, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Gewitter. Es kommt gleich so Ifrit. Wenn euch so viel dran liegt, aber dann müsst ihr mir. Das ist definitiv der Typ, von dem ich geredet habe. Da gab es so einen Typen, den musste man. Er war so hinter so einem Fluss. Dann konnte man immer wieder besuchen. Er hat dann immer irgendwie so. So Stats über das Spiel gesagt, so du hast so und so viel mal, weiß nicht, diese Quest, diese Materie eingesetzt oder hochgelevelt oder so. Du bist so und so viel Schritt gegangen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie verbunden war mit irgendeiner Mission oder eine Quest oder so. Den konnte man aber erst viel später irgendwie hier besuchen, weil den Fluss konnte man am Anfang noch nicht irgendwie überqueren, wenn ich mich irre. Also wenn wir mal den Großsinn des Schoko, die Ersatzlauf. Na, sehen mit kannst du verkannt wurden und links vergrößern. Alles klar. Na gut. Wie gut für dich, dass ich hier noch Sachen zu erkunden habe, ne? Sonst würde mich das schon so ein bisschen nerven, dass ich für dich hier durch die Gegend, durch diese riesige Welt rennen muss, die ich erkunden muss. Mann! Ach, zum Kotzen! Ach. Kann jetzt wagen, mich durch diese riesige Welt voller Geheimnisse und Mysterien zu schicken, die ich voll entdecken will? Ja, okay. Ja. Das war natürlich sarkastisch gemeint, ne? Für damit der letzte jetzt auch kapiert, ne? Hey, wow, da bin ich voll drauf teleportiert. So, ist das hier runter? Warte mal, wo kommt man denn hier runter? Hier. Ach, hier sind extra irgendwie so Sprungchancen irgendwie, wo man runterspringen kann.
Oder auch nicht. Oder? Nein. Vergesst es, ich habe keine Ahnung, von was ich rede. Warum wurde denn das hier noch nicht erkundet? Ich habe doch ja den Turm. Warum wurden die Sachen denn hier nicht angezeigt? Ich habe doch den Turm ja schon erkundet. Ne? Und der nähere Turm ist doch nicht hier, ne? Verstehe ich nicht, warum der nicht angezeigt wurde. Wird ja wohl nichts bringen, wenn ich einen Turm da ganz hinten irgendwie aktiviere und der zeigt mir, oh, Mann, am Ende von diesem Kontinent findest da den Esper-Schrein, ne? Okay. So. Dann. Ach, die Karte soll ich aufrufen. Hier, guck mal. Bupf. Okay, wenigstens bleibt die offen. Na, das ist klar. Das sieht aus, als wäre das irgendwo hier, ne? Oder? Kann das sein? Oder hier? Ne, hier ist das, ne? Da ist der Funkturm. Dann gehen wir mal da ein. Ne? Wenn wir das schon mal hier erledigt haben, ne? Leider nicht einen neuen Ort, wo wir noch nicht waren. Vorsicht, Leute, Vorsicht. Zerstört doch nicht die Natur um euch herum. Aber das hat zum Pfeifen gehört. Ich nehme an, da kommt natürlich hier so ein Fragezeichen, sobald ich irgendwie in der Nähe von so einem Ding bin, ne? Ich überlege, das ist ein neues Lied, ne? Klingt jedenfalls nicht bekannt für mich, ob. Oh, das ist rot. Weil eine Quest ist, ne? So, wo da? Fast. So, was? Und jetzt grabe, du Stück. Ausgegrabenes Holz. Genau. War auch ein Holzhacken oder so, ne? Notiz. Das war jetzt. Oder wird sogar angezeigt. Gehen wir erstmal hier hin. Irgendwo hier wird das schon sein, das Stück. Wo bin ich hier? Zu weit, oder? Irgendwo da drunter müsste das sein. Aber da war ich gerade, da war nichts. Hier ist was. Wie soll ich das jemals finden? Hier ist doch nichts. Da ist es doch. So. Jetzt bist du schon wieder an dem Baum abgeprallt, ne? So. Ich hoffe, eine Region hat irgendwie so ein crazy Chocobo. Wenn irgendwie so ein Heavy Metal Mix abgespielt wird, wenn ich auf den reite, hier so ein papageifarbenen Chocobo so. Come on, ride on the Chocobo. Ich war so enttäuscht, als ich irgendwie das mal online auf YouTube abgesucht habe, ne, das Crazy Chocobo Thema, ne? Ich mochte zum Beispiel Final Fantasy 13 2 nicht, ne? Und das war eins der einzigen Lieder auch. Ich mochte auch die Musik von dem Spiel nicht, ne? Da war so viel. Das Shinra sehe ich gerade. Lass mal da hingehen, vielleicht gibt es da irgendwie einen Dialog oder so, ne? Hey, yo, Leute, na? Oh, wir können sogar eiskalt zu denen hingehen und mit denen reden. Zutritt nur für Befugte. Ja, was hat der jetzt zu sagen? Zivilisten haben hier nicht zu suchen. Okay, alles klar. Da wollen wir doch mal. So. Ja, genau deswegen bin ich hingegangen, weil ich wusste, hier kommt bestimmt auch irgendwie so eine Schnellreise
Punkt. Also okay. Da war im letzten Mal auch so, als wäre ja Shinra. Wow, aus dem Weg. Ich soll vielleicht mal die Notiz hier auf. Hier waren wir noch gar nicht. Irgendwo hier müsste das sein. Also ja, ich mochte Final Fantasy 13 2 nicht so. Und das war noch ein paar Sachen erstellen. Ich glaube, ich habe wieder genug, ne? Und die Musik mochte ich auch nicht, also. Aber das war ein einziges Thema, was mir so gefallen hat, weil halt hier irgendwie so ein Callback war hier zu Final Fantasy, ne? Das Spiel hat ja auch ein normales Chocobo-Thema gehabt, ne? Aber soweit ich mich erinnere, klang das überhaupt nicht wie das Original. Und dieses crazy Chocobo-Thema war sehr viel ähnlicher als das normale Chocobo-Thema in diesem Spiel. Und ich habe das voll gemacht, ne? Weil es irgendwie das einzige Lied in diesem Spiel war, was mir gefallen hat. Okay, Kaios ist Thema. Hier der Bösewicht, der hat auch ein cooles Thema, fand ich. Aber ansonsten fand ich die Musik halt voll Schrott in dem Spiel, ne? Das war eins der einzigen Lieder in dem Spiel, das ich gut fand. Und ich bin dann so im Internet gegangen, so, boah, ich frage mich, was andere Final Fantasy Fans von diesem Lied denken, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, jeder mag dieses Lied, ne? Und dann gehe ich da auf YouTube, ne? Und ich sehe da irgendwie, weil nicht so über 50% der Leute, also damals, wo es noch einen Dislike-Button gab, ne? 50% der Leute, die das Spiel, die das Lied da angeschaut haben im Internet, fanden das Lied nicht so gut. Und das hat mich irgendwie enttäuscht, so. So, Schützner Magiekreis gelernt, ausgezeichnet. Und ja, dann habe ich ein bisschen enttäuscht, ne? Ich hätte gedacht irgendwie so, ah, vielleicht gibt es da ein paar andere Leute, die noch irgendwie das Lied mögen, ne? Weil das ist das einzige Lied, was sich so ein bisschen anhört wie so ein vertrauter Final Fantasy Track, ne? Aber dann gehe ich ins Internet und sehe, oh, 60-70% der Leute hassen dieses Lied. Und habe ich mir gedacht, so, was ist los mit den Leuten da draußen? Bin ich schon wieder die einzige Person auf dem Planeten, die es versteht und die irgendwie den Durchblick hat, oder? Und ich weiß ja, das ist natürlich nicht der Fall, ne? Also die andere Erklärung ist natürlich, ich bin wieder die einzige Person, die es nicht versteht, ne? Also, und das kotzt mich an. Ich will nicht diese Person, ich will die Person sein, die mit anderen Leuten irgendwie zufrieden ist, ne? Aber dann gehe ich ins Internet und sehe, oh, wir alle hassen dieses Lied, ne? Und jeder andere Final Fantasy Fan sollte dieses Lied auch hassen, wenn die sich wahre Final Fantasy Fans nennen, ne? Und ich bin ein wahrer Final Fantasy Fan, ne? Und ich fand das Lied super. Mein einziger Lied, was mir gefallen hat in dem Spiel, ne? Und andere Leute hassen das alle. Das war so frustrierend, ey. Ach. Und es kann ja nicht sein, dass ich die einzige Person von Tausenden von Leuten bin, die den Durchblick hat und es versteht oder so. Ne, ich bin natürlich wieder hier der nichts versteht, ne? Phönixfeder, cool. Ich hasse es, in diese Position zu sein. So, kann ich mich dahin teleportieren irgendwo? Ich glaube ja, ne? Wir sind hier so Zeit verkürzen, ne? So, wir haben ein Holz, wir haben den Stoff, Kollege. Der Pencher wieder. Bitteschön. Oh, da habt ihr euch ja ins Zeug gelegt. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Der Typ im Original hatte keinen Namen. Glaube ich. Fragen, was er hier macht. Über Gabe fragen, ne? Da waren wir doch, ne? Der gute alte Gabe und ich haben zusammen im Krieg gekämpft. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Knabe war damals einer der besten. Damals haben wir die alte Republik befreit. Wir sind zu zweit durch die Berge geschlichen und haben die Shinra-Kerle mit Angriffen aus dem Hinterhalt überrascht. Glaubt mir, wir sind dem Tod oft nur um Haaresbreite entkommen. Wir haben unsere Pflicht damals mehr als erfüllt. Alles, was wir beide jetzt noch wollen, ist, den Rest unseres Lebens in Ruhe und Frieden zu verbringen.
nach Ersatzteilen fragen. Okay, ich dachte, wir wollen eigentlich die Quest hier. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, man, das sollten wir machen. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Ach ja, der wollte irgendwie was reparieren, ne? Hat der nicht irgendwie ein Auto oder irgendwie so, der reparieren wollte? Und er hatte keine Ersatzteile mehr, war schon wieder. Gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon. Keine falsche Bescheidenheit. Na gut, dann nehmen wir das. Ich wäre sicherlich überglücklich, wenn Sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu viel zu tun. Sagt er, während sich wieder hinlegt. Habt doch jetzt, was ihr braucht. Eh? Also macht euch schon vom Acker. Na gut. Na los, haut schon ab. Habt doch sicherlich Besseres zu tun, als mit einem alten Knacker wie mir abzuhängen. Nein. Nein. Ich finde übrigens voll gut, dass ich drei verschiedene Farben von Materias in mein Schwert drin habe. Ah, sehr schön. Dann mal zurück zu Gabe. Wo ist nochmal Gabe? Hier ist Gabe. Ne? Gabes Farm, da gehen wir hin zu Gabe. Okay, Gnade des Planeten. Wo jetzt brauche ich die ja, glaube ich, nicht mehr so, ne? Wo bist du, du Stück? Da bist du. Aber ist er schon da? Hier für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal hier. Wer glaubt's? Nur wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocobos kümmern. Hm, da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut. Du hast mein Wort. Wunderbar. Du hast das Wort eines Kriegsveteranen. Können Sie jetzt gleich loslegen? Meine Fresse. Ha, fertig. Mensch, Schokobo-Kutsche. Ja, ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karten. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben Sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach, das war mir einfach alles viel zu... Was einfach noch ein fauler Sack? Zu aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Was? Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Pass bloß auf. Reif der Königin. In den Grasland und der Junon-Region kannst du den Schnellreisedienst der Chocobo-Kutschen in Anspruch nehmen. Sprich dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Chocobo-Farm. Okay, aber ich habe ein Chocobo. Also. So, yay, Eris. Oh, da sieht man noch so einen kleinen Ring irgendwie so um die... um das Smiley rum. Da sieht man so einen Ring, der sich irgendwie so füllt, ne? Jetzt nicht mehr. Da. Ja. Ja, sieht man das? Hört? Ja. Ist das ein Ring? Ja, ne? Ja. So rechts, rechts, oben, rechts und rechts ist halt so gefüllt, ne? So. Was wollte ich machen? Reif der Königin. Wenn das nicht ein guter Reif für sie ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Reif der König. Aber da gibt auch eine Menge Verteidigung, sehe ich gerade. Reif der Königin. Ich meine, sie hat Kaiserin-Wache, von daher wäre das natürlich gut, ihr dazu geben, ne? Aber da verliert sie ja wieder ein Ding. Was wäre da drin? Warte mal, blau.
Automagie. Weißt du was? Aris ist mir ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Deswegen müssen wir mal dafür sorgen, dass sie ein bisschen überlebt, ne? Sie hat jetzt die höchste Verteidigung von allen Charakteren, glaube ich, ne? Ne? Aber hey. So, weißt du was? Damit wir jetzt nicht Aris hier die ganze Zeit im Team haben müssen, ne? Hol ich mir jetzt mal eine Heilung noch, ne? Wenn wir uns einheilen, ne? Wehe, ich krieg jetzt gleich eins. Dann drehe ich durch. Und wir gehen jetzt mal, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit Aris in meinem Team haben wollen, ne? Also nehmen wir mal hier Red, ne? Und stempelt niemals. Wird der heilen automatisch einsetzen, wenn ich das einsetze? Machen wir so. Okay, heilen und solange wir ja noch welche zum Hochleveln haben. Ich glaube, von denen kann man nicht genug haben, ne? So. Doch, das ist ja gar nicht verbunden. Nein. Immer ist irgendwas. Was mit dem hier? Kann ich das hier lieber ausrüsten dann? Da gibt auch mehr Magie, sehe ich gerade. Okay, dann verlierst du eigentlich gar nichts. Na gut, dann machen wir halt so. Pflanzt dich mal kurz hier hin. So, jetzt kann er heilen und Glut und Frost. Jetzt kann er drei Zauber mehr oder weniger einsetzen. So. Das ist halt gut, das ist aus der regenerative Rache. Die Angst vom Wirbelkontakt beim Blocken, Schaden von Waffenfertigkeiten. Ja, es gibt immer Grund, irgendwie ältere Waffen hier einzusetzen. Ne? Da finde ich gut. So, dann nehmen wir mal hier und packen mal Red rein anstatt Aris, ne? Weil die ganze Zeit nur Aris hier reinzupacken zum Heilen ist auch ein bisschen doof. Außerdem hält er ein bisschen mehr aus. Das müssen wir ja jedes Mal Aris reinpacken, wenn wir einen zweiten Heiler brauchen, ne? Aber es gibt ja keinen Grund hier nicht Cloud-Heilung zu geben, weil er ist immer in der Gruppe, ne? Aber so, sag mal, was das Ding hier macht. Was bringt mir das jetzt da dahin zu düsen? Ich kann mich doch dahin teleportieren. Ja, mach mal. Ist irgendwie eine coole Cutscene oder so. Was ist das? Was ist der Sinn davon? Ja, weißt du was? Aber ich wollte mir hier mal so, ich muss glaube ich hier für Synthese muss ich mir da so mal kurz mal nachgucken. Ich kann einige Reife hier noch hochleveln. Dafür brauche ich noch die schwächeren Knochenarmreif. Kriege ich denn hier? Reif der vollen Kraft. Knochenarmreif. Bam, 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 bam. Knochenarmreif, da haben wir den 1100. Mann, willst du mich eigentlich umbringen? So, weiß ich auf. So stehlen immer noch. Ja, oh, dann gib mir das Blödling. 100 Gil, mein Gott. So. Gut. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das jetzt hier extra so ein Ding ist. Wenn ich mich doch hier einfach teleportieren kann. Ich kann einfach den hier machen. Wo gehen wir denn hin? Ich will noch nicht die Protomateria Quest hier starten. Beistand. Ah, das Mogi aus. Lass mal da eingehen. Kann ich da hin? Ziel. Ach, ich muss das machen, damit ich hier die Region wechseln kann. Oh Gott, okay. Okay, jetzt macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Hey, weil es, wenn ich kein Geld mehr gehabt hätte, dann könnte ich ja gar nicht mehr zurück.
Okay, jetzt macht das schon ein bisschen mehr Sinn, dass man jetzt hier... Jetzt macht das schon ein bisschen mehr Sinn, dass man... Jetzt macht es natürlich ein bisschen mehr Sinn, dass das Ding hier ein Ding ist, ne? Weil sonst würde ich das nicht verstehen. Ne? Dann könnte ich mich einfach schnell teleportieren, ne? Okay. Wissen wir Bescheid. 300 Gil allerdings, ne? Da vielleicht das Ding wieder ganz gemacht habe. Das ist schon ein bisschen. So, jetzt können wir auch schnell reisen, ne? Ich will am liebsten erstmal die Türme alle aktivieren. Naja, dann haben wir erstmal hier so alles hier offen, habe ich so ein Gefühl. Muss denn hier noch ein Turm? Nirgendwo. Funkturm, wo wir, wie viele haben wir? Oh, fehlt noch einer. Ja, komm, dann aktivieren den letzten auch noch hier kurz, ne? Schon mal eine Sache erledigt, ne? Knochenarmreif. Bevor ich es vergesse. Oder bevor ich den verschrotte oder was weiß ich. So, jetzt kann ich den hier verbessern. Ich weiß nicht, was das macht. So, 11, 22. Lass mich mal kurz gucken, weil ich sehe irgendwie nie einen Unterschied, wenn ich hier halt mache. Knochenarmreif. 8, 18. Okay, da gehen die Werte ein bisschen hoch. Und ich jetzt auch nicht so dolle, ne? Ja. Geht um 3 Werte oder 4 Werte hoch, ne? Gut, aber ich habe den noch nicht hergestellt, also ja. So, überall ein Häkchen haben für Erfahrungspunkte und so. Kameradenohrring, Quetzerkralle. Kann ich den? Ja, natürlich kann ich den noch mal bekämpfen, aber droppt er das noch mal? Anscheinend ja, ne? Weil ich brauche so viele Sachen anscheinend. So, irgendwas anderes kann ich hier gerade nicht irgendwie herstellen, ne? Beim Herzigkeitsplaneten, die kriegen wir noch gar nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich schon so schnell hier so das Ding hochleveln sollte eigentlich, ne? Ich glaube, das Spiel hat noch gar nicht damit gerechnet, dass das Ding schon so schnell hochgelevelt ist, ne? Wenn ich das so fleißig mache, ne? So, wir kümmern uns hier um das letzte Türmchen von diesem Gebiet. Damit wir auch alle Geheimnisse hier schon mal aufgedeckt haben. Da ist ein Leuchtturm. Der war nicht im Original. Hier ist Eisenerz. Das war auch nicht im Original. So, zwei von... Ein so ein Piep mal zwei ja irgendwie voll nervig, ne? Das hat der nervige, der hieß ja nicht Tornado oder irgendwie so was, ne? Ja. So, warte mal, ihr wart gegen Wind anfällig, ne? Oh mein Gott. Ich finde das so krass, ne, dass die... So, bald. Ich habe dir, glaube ich, Arrow gegeben, ne? Vielleicht ist Magie jetzt nicht so top, aber... Ist ja gerade ausgewichen, das gibt's jetzt einfach nicht. So, Red, ich nehme an, du heilst mich automatisch, ne? Wenn es darauf ankommt... Weil deine ATB gehen irgendwie voll langsam runter, hoch. Ja, Schallwellen. Ist das Wind? Das ist sogar Wind. Na, komm mal her. Feindes können. Der ist denn schon wieder ausgewichen, oder? Kommt nicht wieder vor. So, Red. Ich habe Automagie auf Heilung eingesetzt. Danke. Boom. So, na warte, Schallwelle. Boom. Was habe ich denn da gerade gemacht? Ich war so am Leuchten, als hätte ich irgendwie seine DNA aufgenommen. Ach, ein Stück. So. Mein Gott, die Viecher sind nervig. Oh mein Gott. Ich brauche echt Amplifikation, damit ich alle Leute heilen kann. Ne?
Kann ich eigentlich mal ein anderes Schwert wieder ausrüsten? Mit Prachtklinge hat das eigentlich bessere Werte. Ja, mehr Defensive. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Defensive. Ne? Was macht er das jetzt? Also ja, verbunden, ne? Punkt immer. Ja, was habe ich hier? Waffen, Waffenfähigkeiten, TP Maximum, Offensivhaltung. Was will ich denn hier? Nehmen wir das. Läuft er wieder mit seinem Buster-Schwert rum, ne? Da sehen wir, da nur zwei Materias wieder eingeschlossen sind. Nein. Also mal machen, ne? Ich nehme an, wir kriegen irgendwann mal wieder eine neue Waffe oder so, ne? War schon lange her. Aris hat zuerst eine neue Waffe bekommen, ne? Sie hat schon ihre dritte Waffe bekommen, also müssen wir ja wohl für ihn auch mal irgendwann eine bekommen, ne? Würde ich jetzt mal raten. Hey, du kannst sogar da hinten hin. Na links. Kampf. Es war Foto ab, genau. Daten an den Chat. Den Giga-Chat. Da der immer ein so ein Rohr so praktisch irgendwie rumsteht, ne? So cool. Wo gehen wir als nächstes hin? Sollen wir mal einen Kampf machen? Der letzte Kampf, den wir versucht haben, war ganz schön wehgetan. Okay, damit 22, 21. Habe ich echt mit dem mit dem stärksten Kampf hier bekommen? Boah. So. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie. Kennt ihr von Sonic? Hier, Big the Cat. Das sieht irgendwie aus wie. Wie diese lilane Katze von Sonic. Der immer am Angeln ist, ne? So, oh, mein Name ist Big. Oh. Und ja, der redet tatsächlich so. Also, ich habe den jetzt nicht irgendwie blöder dargestellt, als er ist. Der klingt echt so. So, oh, mein Name ist Big. Oh. Also auf Englisch, ne? Oh, I'm Big. Oh, I like fishing. So sieht der Umriss. So. Vögel. So sieht der Umriss so ein bisschen aus. Ich glaube, hier ist ein Gegner. Du siehst irgendwie verdächtig aus. Was bist du? Samsalad. Haben wir schon gegen dich gekämpft? Da bist du so ein Vogel, der ja am Boden. Ne, gegen dich haben wir schon gekämpft. Aber du liegst einfach am Boden. Das hat mich so verwirrt, ne? Ha, pure Verwüstung. Bitte nicht. Bitte keine pure Verwüstung, wenn es geht. Lass mich mal meinen normalen Angriff einsetzen. Okay, wie heißt der? Absolute Zerstörung. So, was ist da oben? Ist da oben irgendwas? Sehe ich nicht. Lass da hochgehen. Und hoch da, aber langsam und gemächlich bitte. Rip. So, so vielleicht nebensächlich hier noch die Quests machen, ne? Mal schon hier rumgehen. Wahrscheinlich muss ich bei einigen Quests sogar hier überall hin und her rennen, ne? Hallo? Schätze, Reichtum, Ruhm, Ehre, irgendwas? Gar nichts. Gar nichts. Okay. Cool. Boah. Hier ist ja gar nichts. Hier taucht definitiv irgendwann mal ein Gegner oder so auf. Ne, pass auf. Bin ich den ganzen Weg hier hochgeklettert und ich habe nichts zu zeigen. Komm, klaut einfach mit so einem Shirt hier so. Ich bin den ganzen Weg da hochgegangen und alles, was ich zu zeigen habe, ist dieses T-Shirt. Dann steht einfach nur drauf, da war nichts. So, wer seid denn ihr, Kollegen? Oh, ich habe schon mal kämpfen, ne? Oder?
Feros, Nexus, Neros, Neros, Ferox, keine Ahnung. Ja, ich kämpfe ich gegen Gegner, die ich schon erkundet habe und so, ne? Natürlich auch grinden, natürlich auch über grinden, ne, wenn wir doch nicht. Okay. Lässt du mich darunter? Ich will nicht. So, hier ist ein Leuchtturm. Was? Eins. Ich würde mich etwas sicherer fühlen, wenn in einem von diesen Dingern eine Goldnadel drin wäre, damit ich was gegen Stein habe. Weil wir wissen ja, wie er letztens ausgegangen ist, ne? Da war jemand versteinert und ich konnte nichts dagegen machen. So. Ja, wisst ihr, ich da runter gehe, ist da überhaupt was? Ich glaube, da ist schon wieder nichts. Da sind Kisten, alles klar. Das ist schon wert für mich. Also wenn da nicht irgendwo so ein Schatzort ist oder so, ne, dann weiß ich auch nicht, ne? So. Ja, ich wusste es. Ja, als wäre da irgendwie so ein Schiff oder so geschrottet. Muss schon sagen, da sind doch bestimmt einige versunkene Schätze angespielt worden oder so. Guck mal hier. Ja. Obwohl die Schatztruhen in den ganzen Orten, die waren bisher nicht so dolle. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Ja, ich bin wirklich an sie gerade vorbeigelaufen. Finde sämtliche Schätze, 780 Geld und 2 Supertränke oder was darüber da gerade war, ne? Naja, ich würde ich jetzt nicht unbedingt Schätze nennen, aber gut, wenn du meinst. Mogi-Medaille, Mogi-Räuschen, darf ich nicht vergessen, ne? Vielleicht kriege ich von dem Mogi-Shop ja eine neue Waffe für Cloud oder so, ne? Den Mogi-Schlechter. Was? Was hast du denn damit vor, Cloud? Für die Mogris. Leute schlachten. Kann ich darüber mit einem Chocobo? Chocobos kann ja ein bisschen schwimmen, oder? Ja, na, Cloud kann auch schwimmen. Von daher weiß ich nicht. Hast du das Gefühl, dass sie irgendwie in Verbindung mit der Proto-Materia-Quest, ne? Die Orte sehen jetzt zu wichtig aus irgendwie. Hier muss ich bestimmt irgendwie questmäßig irgendwann hin. Genau, des Planeten ausgezeichnet. Aber hey, wenn ihr irgendwas anderes Wichtiges Neues, dann haben wir es gefunden, ne? Oh, da geht es ja noch ganz weiter. Okay, das Foto ist hier, das können wir ja auch machen, ne? Lass mich mal da hoch, da ist eine Treppe gewesen. Oder auch nicht. Ja, warum finde ich Gnade des Planeten auf dem Schiff? Ja, nicht Pflanzen oder so? Ach. Schmuggeln in hier ihre Pflanzen die ganze Zeit. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Ja. Hier ist aber bestimmt irgendwas oben, ne? Pass auf. Nicht darüber, ne? Diese Schatzrunden, die sind ja auch recht winzig, ne? Also wenn ich da eine so irgendwie, wenn eine so, wow, wenn eine in so eine kleine Ecke irgendwie so versteckt ist, ne, dann will ich die nie im Leben. Wenn die in so eine ganz kleine Ecke irgendwo versteckt ist, ne? Wenn die jetzt hier irgendwo wäre oder so, ne, dann ganz schön schwierig zu finden. Ich hoffe, es gibt da irgendwie, weiß nicht, so eine Markierung irgendwann, die ich freischalten kann, so hey, hör mal, okay, du kannst tatsächlich hier runter. So, hier sind irgendwie 10 Truhen, du hast 5 von 10 oder so gefunden, ne? Das war im schweren Modus von Final Fantasy 7 so, also im Remake. Und oh, erstmal schreien. Ja, ich hoffe ja, ich muss jetzt hier nicht irgendwie, weil ich auf schwer spielen oder so, damit ich irgendwie diese Funktion freischalten kann, weil das finde ich ein bisschen doof dann, weil das heißt, ich müsste noch mal extra einen ganzen Spielstand oder so durchspielen.
Ja, lass mich mal da hoch. Kann ich nicht. Okay. Da habe ich so ein bisschen gestört am Remake. So, lass ich mal hier ein Foto machen anscheinend. Hauptmenü, Fotomodus. Geht mal weg, Leute. Ist auch egal, was für ein Foto ich hier mache, ne? Naja, da habe ich ja schon letztes Mal irgendwie nicht so. Okay. Ach, ich nehme an, man muss dann hier mit der Screenshot-Funktion muss man dann das Foto machen, ne? Weil ich habe mich schon letztens gewundert, irgendwie kann ich hier nicht den Auslöser drücken. Aber ja, anscheinend reicht das schon, wenn ich einfach nur die Kamera so ein bisschen dahin schwenke und ja, dann zählt das schon als Foto, ne? Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon, Mann. Ich komme ja schon. Bin ja schon da. Wenn ich wüsste, wie ich hier rüberkomme, ne? Okay, klettern. Das ist immer so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, ob das immer geht. So, kann man noch so ein essbar Dingen hier. Uff. Freischalten. Nein. Ja, aber im Remake war das halt so. Du kannst von einigen Charakteren. Oh, ach ja, die führen mich zu den Dingern, nicht zu den S-Bahn. So. Also im Remake war es halt so, du konntest ja hier diese ganzen Waffen. Diese Waffen, Punkte Dinger hier, diese Codex, die wir hier bekriegen, die uns hier die Waffenpunkte erhöhen, ne? Du konntest ja nicht alle freischalten, wenn du auf normal gespielt hast, ne? Die konntest du nur freischalten. Also alle davon konntest du nicht freischalten. Du konntest nur ein paar freischalten. Aber wenn du auf schwer gespielt hast, dann konntest du die restlichen alle freischalten. Und ich hoffe, das machen die in dem Spiel nicht. Weil ich würde schon gern alle Fähigkeiten und so haben und so, ne? Nicht extra nochmal einen zweiten Spielstand machen, um irgendwie dann die nochmal freizuschalten und so. Republik. Republik. Die Gegend wurde beim Krieg gegen Shinra schwer in Mitleidenschaft gezogen. In der Republik? Auf der Republik? Damit ihr nicht über eine Republik schlappert? Okay. Neufundstelle wurde entdeckt, alles klar. So, Nähe der Küste. Ich dachte, wäre jetzt hier in der Nähe, Mann. Hm. Kann ich mich hier hin teleportieren? Nö. Warum gehst du? Okay. Dann machen wir mal hier. Erstmal Feierabend und holen uns mal das Ding direkt, ne? Holen uns das. Gehen wir mal direkt ein, ne? Und sacken das direkt ein, ne? So ein paar Synthese-Dinger, ne? Wenn wir Zeit haben, können wir das Foto ja auch noch abgeben, ne? Ich werde so viele Sachen wie möglich hier machen, ne? Wird sich da auch lohnen, ne? Wow. Ich habe da nichts gesehen, aber anscheinend waren da Gegner. Was? Chocobo? Oh, wir haben Chocobo gehört. Ist eine Haltestelle? Oder war er mein Chocobo? Da. Die sind irgendwie voll am einfachsten zu übersehen, habe ich so ein Gefühl. Ja, ich sehe schon. Na gut. Dann stellen wir halt mal auf. Kann man jemand anders das Ding irgendwann mal hoch aufstellen? Das macht meinen Rücken voll kaputt. Nach der Zeit. Jetzt habe ich auch, glaube ich, wieder genug Federn. Mein letztes Equipment da ja falls oh, eine Feder. Ich darf was so eine Nussmaske oder irgendwie so was hier an ein Popöchen. Na, no, dann holen wir uns hier noch die Synthese-Chips, ne? Dass wir neue Sachen herstellen können. So viel Zeit muss sein, ne? Sehr weit, nö. Und dann, ich finde cool, wie die Musik immer voll abgeht. Dann, oh, du bist ja direkt hier, Alter. Ich höre dich, puste das Ding nicht direkt in mein Ohr. Also, ja, ich hoffe, die haben das irgendwie so gelöst, dass man ja alle Dinger, alle Codex ja auch so kriegen kann, damit ich jetzt nicht extra
das gesamte Spiel noch mal auf schwer spielen muss, ne, damit ich die restlichen freischalten kann. Ich meine, es ist nicht so, als ob man alle Sachen brauchen muss, ne, um durch die Story zu kommen, ganz offensichtlich, ne. Ich kann Gnade des Planeten synthetisieren, okay, Psycho-Amulett. Ich meine, offensichtlich kann man es natürlich auch schaffen ohne alle Fähigkeiten, aber ich will am liebsten alle Fähigkeiten haben, ne. Ich weiß nicht, was hier noch so optionalmäßig und so alles kommt, ne. Falls ja wieder so ein super Boss kommt wie Weiß, ne, aus Intermission, ne, im Yuffie DLC, Alpha Dunkreif Plus. Ich frage mich, ob so der Standard Final Fantasy 7 Rebirth Spieler oder Streamer oder was auch immer, ob die auch so gründlich sind wie ich. Die erst das Gebiet verlassen, nachdem sie alles hier erkundet haben oder so, oder ob die irgendwie schon direkt zum nächsten Ding zischen. Ob die irgendwie schon direkt nach irgendwie, keine Ahnung, Midgar Solom hier gegangen sind, ne? Nachdem die Chocobos hier freigeschaltet haben oder ob die ja auch Sachen erkundet haben oder so, ne? Ich glaube ja nicht, ne? Also der Casual Gamer, der muss mal schnell irgendwie alles haben, ne? Muss mal schnell durchgehen und so, ne? Yeah, yeah. Puh. Wir freuen uns, ja. Boom. Ding. Deine Gruppe hat 5 Erfahrungspunkte bekommen. So. Dann gehen wir noch das Foto bei dem Typen ab, weil ich habe so das Gefühl, ich werde das vergessen, wenn ich das nicht jetzt mache. Kann ich mich, wo ist das hier? Ist das hier da drin? Ja, da ist von oben die Sicht. Ich wollte schon sagen, das sieht so komisch aus hier von da oben. Dann gehen wir mal nach Unter Yudorn und geben das Bildchen noch ab. Wop. Gesagt, ihr sollt an Scholles Seite bleiben. Sag das deinem Hund. Er ist einfach abgehauen. Kann rennen wie ein zweiter Stern. Ich habe kurz abgeschossen. Und? Ist meinem Sohn gut? Ja. Also ich bin eigentlich nur wegen einem Foto. Ja, also. Doch, die beiden ein Kind erwarten. Oder? Erzählst uns hier irgendwas von einer Abfindung. Hättest doch gleich mit der Wahrheit rausrücken können. Wovon redest du? Wir sind hier fertig, oder? Danke für eure Hilfe. Also. Na gut. Konntest du es wagen, uns anzulügen, du Fremde? Wie immer noch fremd ist. Also. So. Rico! Die salzige Seele. Blablabla. So, ich habe dein Foto gemacht. Also wenn ich gesagt soll eben. Du darfst dich jetzt einen Fotoamateur nennen. Sicherlich fehlt es dir an einigen Stellen noch an der richtigen Technik. Doch du machst dich gut. Technik. In dir schlummert ein verborgenes Talent. Ich freue mich auf weitere Bilder von dir. Irgendwann stellt sich heraus, Cloud ist eigentlich Prompto aus Final Fantasy 15, ne? Ich meine, die sehen sogar ein bisschen ähnlich aus. Sie haben beide blonde Haare, beide zackige blonde Haare, ne? Von daher. So weit hergeholt ist das jetzt eigentlich nicht, ne? So. Wo ich denn hier 3 Kartenspieler verpasst? Ist doch nirgendwo mal einer. Irgendwo anders dann, nehme ich an, ne? Ja gut, aber ich würde sagen, für heute war es das, ne? In der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit ein bisschen Erkundung, ne? Vielleicht machen wir auch ein bisschen, ja, VR-Missionen, ja, bei Chatley, keine Ahnung, je nachdem. Wo ich irgendwie nicht weiß, ob wir stark genug sind. Gibt es irgendwo eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann? Ja, bis zum nächsten Mal habe ich mich irgendwo hingesetzt. Auf Gabe's Farm wahrscheinlich, ne? Gut. Unsere Erkundung geht ja weiter, ne? Sind ja immer noch. Unsere Erkundung geht nächstes Mal weiter, aber jetzt machen wir Schluss. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn nein, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.